Also die Zusammenarbeit mit Ordner, die begann mit einer Idee und einem weißen Blatt Papier. Und zusammen hat man sich dann hingesetzt, die Ideen ausgearbeitet, ein Konzept daraus entwickelt und dieses Konzept zur Planungsreife gebracht. In Reutlingen entwickelt und fertigt Bosch mikroelektronische und mikromechanische Bauelemente. Diese finden ihre Hauptanwendung im Automobilbereich, aber genauso in der Konsumerelektronik wie in Smartphones, Tablets oder Spielekonsolen und ähnlichen Geräten. Um im globalen Wettbewerb bestehen zu können, haben wir uns entschieden, vor einigen Jahren die WaferFab teilweise zu automatisieren. In der bestehenden 200 mm Waferproduktion haben wir einerseits sehr wenig Platz. Wir haben unterschiedlichste Generationen von Produktionsanlagen mit nicht standardisierten Loadports und wir müssen die Automatisierung während voller Produktion in Betrieb bringen. So, mit der Idee der Automatisierung sind wir auf die Kollegen von Ordner zugegangen und haben die Ideen diskutiert und dabei ein Konzept erarbeitet. Wir haben begonnen mit einer Insellösung für sogenannte FSI Mercury Anlagen. Für diese Anlagen müssen die Wafer zuerst umgehordet werden in Prozess Carrier. Die Carrier müssen aufgefüllt sein mit einzelnen Filler-Wafern. Durch den hohen manuellen Aufwand und die schlechte Ergonomie haben wir uns entschlossen, an der Stelle mit der Automatisierung zu beginnen. Der größte Kostenfaktor in der WaferFab sind die sehr kapitalintensiven Produktionsanlagen. Daher ist es oberstes Gebot in der WaferFab, diese Produktionsanlagen immer voll auszulasten und einen ständigen Produktionsfluss zu erlauben. Zum Beispiel durch die Installation eines Transportsystems kann man sicherstellen, dass immer schnell genug Material nachgeliefert werden an die doch teuren Produktionsanlagen. Wir nutzen das Conveyor-System einerseits als Transportsystem und andererseits auch als Lagersystem. Waferkassetten, die früher in Regalen gelagert wurden, befinden sich nun im Conveyor-System und fahren dort ihre Kreise in einem sogenannten Storage. Eine besondere Herausforderung ist das Beladen nicht standardisierter Loadports. Dies gelingt uns einerseits mit stationären Roboterzellen oder auch mit schienengebundenen Robotern. Wir haben uns für einen Generalunternehmer und Systemintegrator entschieden, weil hier alles aus einer Hand geliefert wird. So liefert Ordner von der Hardware bis zur Software bis hin zur Schnittstelle zum Fab-Produktionssystem alles, was für die Automatisierung notwendig ist. Da wir in den letzten Jahren gute Erfahrungen mit der Automatisierung gemacht haben, sehen wir in einem Ausbau der Automatisierung eines der größten Potenziale zur Steigerung der Effizienz der WaferFab.